Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Steffen vom Münsterland TV. Und dem Jens von Deppen TV. Hallo. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, aber den Namen der Map, den kriege ich immer noch nicht raus. Welchen? Deppen TV? Achso. Nee, den von Namen der Karte. Der Map von der Karte. Die wunderschöne Polen-Map. Ja, die wunderschöne Polen-Map, ist das so? Ja, genau. Ihr seht es in der Videobeschreibung, aber ja, wir nehmen ja 3 Folgen am Stück jetzt mal auf für die Woche und vielleicht haben wir ja am Freitag schon die richtige Aussprache, dass uns da jemand geholfen hat oder vielleicht eine Übersetzung, die wir uns gut merken können. Das wäre nicht schlecht, das wäre richtig nice, wäre das. Na. So, ich hole mir jetzt eben einen Flug, den miete ich mir aber auch nur. Ah, halt! Ah, shit! Was halt? Jetzt habe ich gerne geguckt, was auf meinem Feld 13 war. Ich glaube gar nichts. Dann ist es nicht viel. Nehmen wir den oder? Doch, laut der Übersichtskarte wäre da erste drauf. Okay. Aber ich brauche erst den Könnermeister. Ich brauche jetzt erst den Anhänger. Du kennst den Trick, du musst dich nur aufs Feld stellen. Dann siehst du unten rechts, was drauf ist. Ne? Ich war aber schon dran vorbeigefahren. Achso, ja, dann ist da der beste Trick. Dann kannst du. Jetzt habe ich aber doch glatt vergessen, den Kurs zu starten zum Aufnehmen. Zum Händler hin und zurück. Hey, da muss ich zurück mit anfangen. Du wirst ja noch öfter fahren, ja. Zurück mussten ja auch separat einfahren, von daher. So, ich habe schön schon wieder vergessen abzubiegen. Verdammte Hacke hier. So, ist schön. Ich kann mir auch ein Gewicht dranhängen. So brauche ich nicht fahren hier. Wir gehen mal hier hin. Zwar 60 PS dürften hoffentlich reichen, aber das Gewicht. So, das Gewicht kaufe ich aber. Das braucht man öfter mal. Hier hinten, wie schön, das ist auch mit dem Haken. Ich brauche jetzt nicht, ich nehme das 2000er, würde ich sagen, kaufen. Ja, und schon sind wir bei 154.000. Hey, ich habe noch 111. Das ist weniger als ich, aber ich habe auch nicht viel, womit ich Geld verdiene. Vielleicht werde ich auch Silageballen dann noch machen, weil ich eine große Wiese habe. So viel Gras werde ich auch am Anfang nicht brauchen. Aber ein paar Schafe müssen noch drin sein, sonst wird das hier alles nichts. Ja, Schweine geht bei mir noch nicht. Fehlt noch alles, ne? Ja, fehlt noch alles. Und so viel kann ich mir noch gar nicht leisten. Ja, am Anfang dachte ich auch, 500.000 ist zu viel, aber das geht so schnell weg. Guck mal, einigermaßen. Wenn wir uns alles kaufen müssen erst, ne? Ja, okay, musst du ja nicht. Kannst du auch mieten. Aber ja gut, das ist richtig. Das werde ich gleich auch tun mit von dem Restgeld. Aber den Anhänger, den kaufen wir definitiv, weil den brauche ich ja eh öfter. Den brauche ich ja zum Abfahren, den brauche ich ja zum Verkauf. Ja. Also da lohnt sich die Miete dann auf Dauer nicht. Aber den Rest, den kann ich anmieten. Oh. Oh! Ist ausgeschert. Was machst denn du für Sachen, Steffen? Ja, Flug. Nein, man rennt da nicht mit einem 3-Meter-Flug hier rum. Mein Sohn fragt gerade auch, was machst denn du da? Ja, flügen. Bin ja zum Glück schon da. Bleib stehen! Päckerchen, stehen bleiben! Jetzt mit der 80 aus hat er denn? Jetzt gehe ich erstmal einen Clipper kaufen. Was haben wir denn da für uns im Angebot? 5,70 Meter, okay. Was hat der Steffen dann am Mods mit reingenommen? Den ersten Sprung auf jeden Fall erstmal. Riechschimmel. Aber da sind schöne Clipper drin. Für 6.000. Ja, und die haben auch 20.000, also die HW80 oder die Dreiachser mit 30.000, je nachdem. Die sind auch von vom Preis der her optimal. 15, der würde ja erstmal für den Anfang reichen. Aber so, jetzt kommt es drauf an. Los. Der hat auch 15, der kostet aber nur die Hälfte, aber ist Drehschema. Ne. Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Richtig. Sondern bei so ist es. Der ist aber auch nicht schlecht. Der ist zwar auch Drehschirmel, aber der ist schön. Schön sind sie alle, glaube ich.
Ja. Ich habe gerade die Qual der Wahl. Du kannst auch den Kipper, den 3-Punkt-Kipper, der wird dann dran gemacht, also 3000 drin. Aber ich glaube, das will auch keiner. Das ist maximal für auf dem Hof um ein bisschen. Ah, toll, da ist es schon. Ich hoffe, wir können mit Allrad ein bisschen was. Ja, sehr gut. Überlege gerade, liebe Leute. Weiß noch nicht, welchen ich nehmen soll. Wer hat Wie war das? Während Abstand? in Villariba noch schon gefeiert wird, wird in Villabajo noch geschrubbt. Ja, genau. Ach, ich hab einen. Den kaufe ich mir jetzt. So. Da, spontane Entscheidung nach 20 Minuten. Hey. Das war gemein, Dahin kommt ey. Regen. Aber ich flüge ja nur, da geht das. Es wird nur die Erde so schwer. Das stimmt. Das stimmt wohl. So. Dann bringe ich den schon mal weg. Ach nee, ich müsste mir noch eine Seemaschine auch noch kaufen. Kaufen, echt? Oder mieten, ja, ich überlege gerade. Aber da auf meinen Feldern was drauf ist, lohnt sich das noch nicht zu mieten. Aber auch noch Das ist nicht zu neben. kaufen jetzt. Nee, das ist auch noch nicht reif. Aber ich überlege wegen Kannst lieber Dünger. schon mal düngen, kannst lieber schon mal düngen. Ja, das überlege ich gerade. Das kaufe ich mir aber, wenn. Ja, sehr cool. Ich bin Was gerade die kostet es? Äpfel am rum, Äpfel, ja, die Erdäpfel, also die Erdäpfel. Kartoffeln am runterpflügen, da gibt es wenigstens die erste Düngestufe schon mal. Das kaufe ich mir aber. Das behalte ich nämlich. Das entscheidet die So. Bank, was du behalten darfst und nicht, wenn du pleite bist. Das ist wahr. Ja, wird ein bisschen dauern. Ja. Aber dafür haben wir dann hier eine schöne Wiese. So schön an den Weiden mit den. Was haben wir denn hier? Wie heißt das? Mühlen. Sehr schönes Foto auf jeden Ah. Fall. Ich versuche immer mit Wendeschaltung zu fahren, weil ich Versuch's das. in meinen anderen Let's Plays habe ich ja Drive Control die Wendeschaltung an. Ach, das, ja, die habe ich aus. Brauchst du die? Nö, ich brauche die nicht unbedingt. Okay. Hast du in der XML ausgemacht, ne? Ja, genau. Ja. Damit man es einfach nicht immer, weil man kann zwar mit Space ausschalten, aber wenn jetzt einer macht, dann würde ich es auch machen, Haben aber wir so den Dünger denn hab ich noch. hier? Du kannst auf dem alten Hof, da Ich. ist noch Düngemittel. Ja, ich brauche Flüssigdünger, ne? Ja, eine Dose war da auf jeden Fall noch. Okay. Aber ich hole jetzt trotzdem schon mal eine nach noch. So. Ah ja, auf dem Feld braucht man keine Rundumleuchte. Wenn hier einer drüber jagt, der wird mich schon sehen. Definitiv. Und viel wichtiger, ich werde ihn sehen, ne? So. Oh, Düngespritze ist auch gleich voll. Der Tank war leer. Gleich mal an den Passt nächsten sich einfach fahren. den Besitzer an, ne? Ja, genau. So, ja, die dritte Bahn ist ja auch schon fertig. So, Zack, jetzt fahre ich zack. erstmal schön düngen und So. fahre mir den Kurs an eben zum Hoch. Zu weit eingelenkt. So, dann machen wir uns mal einen schönen Kurs fertig. Dann sehen wir gleich hier vorbeiflitzen. Ja, was man hat, hat man, ne? Haben ist besser als brauchen. Genau, so sehe ich das auch.
Das Schöne ist, diese Feldarbeit, die ich jetzt hier mache, die mache ich nur einmal wirklich, zumindest für dieses Feld. Ich überlege gerade, ob das dann für dich auch gespeichert ist. Ja. Ja, ne? Dann schreibe ich bei mir, was mich betrifft, Hof 2. Wir machen Ordner mit Hof 2. Genau, oder schiebe ich oder das Hof, rein. Machst einen Hof Deppen und da drin kannst du ja auch wieder Ordner sonst machen. Genau. So wenn machen du mehrere haben sollst. Sonst kommen wir durcheinander, wenn mal was ist. Ja, oder du, also ich habe meine Kurse immer so genannt, zum Beispiel Händler Hof. In dem Fall müsstest du halt schreiben Hof Schweinehof oder Hof Deppen TV, weil dann kann auch rein theoretisch ich die nutzen, wenn ich mal in die Ecke da oben will. So könntest du es ja auch machen. Ja, man muss halt nur eindeutig. Ja, kannst du ja rein theoretisch trotzdem, auch wenn wir Ordner machen, ne? Mach erstmal eigenen Ordner, genau. Das. Und was können wir später, das ist ein Ordner dann in der, auf dem Dedicated Server, den können wir auch so oft aufräumen sonst. Ja, genau. Beschreib's dir nur so, dass es weiß, was es war, damit wenigstens du das nutzen kannst. Beschreib das so, dass wir beide das nutzen können. Ja. Wunderschöne Bilder hier. Ihr werdet es mit Sicherheit in der Sandmeer mehr wiedererkennen. Oder erkannt haben. Ja, Deppen TV, wo ich jetzt hier ein bisschen, also Jens, wenn du so ein bisschen hier gerade am langweilig fahren bin, kannst du mal ein bisschen was über deinen Kanal erzählen? Was machst du denn so auf deinem Kanal? Ja, was mache ich auf meinem Kanal? Bei mir auf dem Kanal gibt es eigentlich alles das zu sehen, wo ich gerade Lust und Laune drauf habe. Oder wenn Vorschläge kommen, im Moment aus dem Bekanntenkreis oder Familienkreis, die Spiele spiele ich dann auch schon mal. Meistens im Moment sind Simulatoren, so wie LS oder auch Frostpunk. Was habe ich noch gerade am Laufen? Frostpunk, Jurassic Park. Jurassic World Evolution, genau. Habe ich ja neidisch schon gesehen. Aber ich habe auch kein Problem damit, andere Spiele zu spielen, so wie Shooter-Spiele oder sowas. Da habe ich ja auch schon mal ein Infovideo gemacht zu Ironside und all sowas. Was ist das für ein Spiel? Auch ein Shooter, so wie das ist Fortnite, ein Shooter, oder? Genau. Fortnite ist ja nicht so meins mit dieser Comic-Grafik und diesem Baumodus. Das ist so nichts für mich wirklich. Mhm. Nicht zu weit. Ich muss eigentlich hier rein. Mist. Jetzt muss ich das anders machen. Hopp. Und dann Mülleimer da. Ja, genau. Jetzt muss ich das einmal anders machen. Ansonsten, wenn es dich interessiert, auf meinem Kanal gibt es Tutorials für Cosplay. Du hast es natürlich schon gesehen, aber ich wollte es einfach nochmal ansprechen. Ich habe es schon gesehen. Man kann sie sich auch wirklich angucken. Ich kann sie nur empfehlen, dass ihr euch die mal antut. Wenn einer nicht wirklich Bescheid weiß über Cosplay, dass man da sich ein bisschen Anregung holt und Tipps. Und man kann immer was verbessern, gar keine Frage. Richtig. Ist einfach so als Starthilfe, wenn man sagt, ich traue mich nicht wirklich, um damit starten zu können. Es gibt noch ein paar Punkte, die man mehr machen kann, so Flüssigkeittransport mit Schaufeln. Man kann sogar den Bunker platt fahren mit Cosplay. Das habe ich jetzt außen vor gelassen, aber wirklich die gängigen Sachen wollte ich einfach mal reinpacken, weil die Fragen immer wieder kommen. Und gerade jetzt wird Cosplay auch im Multiplayer tauglich, wie man es ja bei dir auf dem Kanal sieht, jetzt ganz aktuell. Da ist es umso interessanter, weil viele spielen ja gar keinen Singleplayer, sondern im Multiplayer. Und da ist es auch so, dass man ja oft doch mal alleine ist oder irgendwie eine längere Strecke fahren muss, gerade die Vierfach-Map. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile 16-fach-Maps gibt, aber die ganzen großen Maps, da ist es schon schöner, wenn es ein Cosplay gibt. Und ja, definitiv. Und es beruhigt ja auch, wenn man so einfach mal abtanken kann, jemanden und so, der dann fährt, so Cosplay, weiß man, wie er dann tickt. Und von daher finde ich schon trotzdem entspannt. Und wie gesagt, wer es nicht nutzen will, nutzt es einfach nicht, wenn er mit auf dem Server ist. Und die es nutzen wollen, können es nutzen, denn die haben die Speicherstände von dem anderen auch. Also wenn das alles sinnvoll eingefahren ist, können sie alle mit gut nutzen. Das ist wahr. Das stimmt. Ja, jetzt, hast du schon gespeichert? Nee, noch nicht. Doch, da. Deppenhof hat einen Ordner schon angelegt. Da hat er Händler. Guck mal hier, Dank. So ein richtiger Händlerhof. Also mein Gott, da komme ich ja sogar mit klar, wie das machst. Ja. Lange Übung. Ja, das ist aber auch wichtig, dass man das von Anfang an macht, weil wenn es dann nachher wirklich 20, 40 Fahrten sind, das ist ja keine Seltenheit, gerade bei so einer großen Karte, verschiedene Strecken, dann hat man so eine Orientierung. Klar muss man dann mehr klicken, aber man ist dann schnell da, wo man hin wird. Genau, und jetzt tun wir erstmal unser erstes Feld. Ich stehe an meinem Feld, er sagt, es wäre nichts. Feldkette.
Was sagt er? Gesät. Ach, ist gerade angesät. Deswegen zeige ich da noch nichts. Okay. Ach so. Ja, da kannst du auch noch nicht düngen. Na, doch, kannst du schon, doch. Doch, düngen kann ich. Ja, dann kannst du nachher sogar nach der ersten Wachstumsstufe noch sogar nochmal. Ich muss nur aufpassen. Nicht, dass ich jetzt mit der Düngespritze hier in meinem. In dem Dings hängen bleib hier. Ja, die kleine Ecke brauchen wir jetzt nicht düngen, das wäre Quatsch. Guck mal, direkt schluderhaft schon am Anfang. Das ist ja sogar farbig, was ist denn da los? Wer ist farbig? GPS? Ja, Ich habe das schon das ist lange nicht ein mehr anderes genutzt. Overlay. Ja. Das ist ein anderes Overlay. Aber von dem Sinn her genau das gleiche, genau. Wie Nee, wollte ohne ich das GPS kann ich gar denn? nicht. Kann ich natürlich schon, aber sieht dann. Dafür bin ich zu perfektionistisch, da fahre ich für jeden Zipfel wieder hin und her und so. Ja, das So ist stimmt. es vernünftig. Und man kann auch mal, wenn man halt spielt oder wenn man halt auch mal im Stream ist, also kann man auch mal schnell bei den langen Strecken, was wir hier zum Beispiel bei der Bahn haben, auch mal schnell auf die Toilette springen oder sich einen Kaffee ziehen. Was Ja, ja das kein ist wahr. Verhältnis. So, dann wollen wir mal anfangen zu düngen hier. Und auf geht's. Ja, es ist schon das Maximum für den Trecker hier. Ich hoffe, Der ich komme Flug. mit der Düngespritze an dem Scheißpfosten jetzt vorbei. Vielleicht hat er keine Ja, Qualität. passt. Passt, passt, passt. Komm vorbei. Wie abgemessen also. Ja, richtig. Und das per Auge. Haha. Volles Auge sei Augenmaß wie ein wachsam. Fleischer. Dürfen es 100 Gramm mehr sein, ne? Ja, genau. Volles Auge sei wachsam. Aber das Schöne bei dem Kuhn, bei der Kuhnspritze ist, dass die habe ich sonst, die habe ich jetzt bei in meinem anderen Let's Play auf nordfriesischem Marsch, habe ich die das erste Mal benutzt und ich finde die gar nicht mal so schlecht. Ist mal was anderes wie die Amazon-Spritze. Okay. Und die hat auch ein bisschen mehr Füllvolumen. Genau, wir haben das Kuhn DLC drauf und das Ropa DLC. Das hatten wir beide, das DLC. Youngtimer hätte Jens noch gehabt, aber den habe ich leider nicht. Von daher haben wir das jetzt nicht drauf. Aber ansonsten an alles ganz normale Mods, außen Mod-Hub, die findet ihr mit Sicherheit. Und dadurch, wenn man ein- und aussteigt, dann seht ihr ja immer. Genau. Ja, hier zum Beispiel Fan 500 Favorit Wario und daran könnt ihr es ganz gut bei Google finden. Vieles ist auch aus dem Mod-Hoster oder aus dem Mod-Hub sogar so direkt. Das meiste haben wir, glaube ich, aus dem Mod haben, ne? Ja, naja, es tut sich hier nicht die Waage. Also, ich habe vier von FSM-Team drauf. Das sieht man halt, wenn wir hier bei P reingucken. Dann sehen wir zum Beispiel hier das Krone-Paket. Wir haben das FSM Tetra HKL-Pack, ne, Tatra. Ah, Dann der. Fortuna-Pack haben wir drauf. Ja. Also es sind wirklich Pakete von denen. Ich Das meine, passt nee, schon. das. Genau, die haben wir noch ein Fanpack, aber da sind wir noch lange nicht in dieser Preisklasse. Und den JCB haben sie auch noch, den 8000er, der ist auch nicht schlecht. Den kann ich auch Genau. empfehlen. Genau, dann können wir den auch noch mal holen, wenn ich nicht sogar schon drauf habe. Ne? An der Stelle erstmal schöne Grüße an Chefkoch und seine Crew. Ja, die sind auch öfters mal in meinem Stream. Von daher ist es keine Seltenheit, dass es sehen könnten. Und was mich sehr gefreut hat an dieser Stelle, Jeff Koch hat ja mal erwähnt, dass er eventuell mit LS17 aufhören werden, also dann generell keine Mods mehr machen. Aber es gibt auf der Internetseite jetzt schon Firmen LS19 den Button. Und ich bin also ganz zuversichtlich, dass die erste Karte, die ich spielen werde, wieder vom FSM-Team werden wird. Ich glaube, die Arnsbach war das. Die habe ich wirklich als erstes gespielt. Hieß sie nicht Auenbach? Auenbach, genau. Auenbach. Die kleine, der kleine Hof mit den 14 Feldern, also es war. Ja, genau. Tausendmal besser als also wir haben sehnsüchtig habe ich drauf gewartet, weil die Standardkarten kannst ja vergessen. Ja, die Standardkarten, die können wir gerade mal am Anfang spielen und das war's dann. Da macht Und das dann trotzdem, wenig Sinn. ja. Und trotzdem werde ich mir also ab dem 20.11. LS15, 17 nicht mehr antun. Also antun wäre übertrieben jetzt, weil obwohl man hier alles hat, aber es läuft dann nur noch LS19. Es ist dann einfach so. Also ich kenne mich dafür zu gut. Ja, das läuft bei mir dann auf dem Kanal auch. Oh shit, ich habe einen Leuchtturm im Weg. Ja, und während Jens sich seinen Leuchtturm wegmacht, kann er uns sicher noch verabschieden. Ich wollte es gerade sagen, die Folge ist nämlich zu Ende. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da auf beiden Kanälen, lasst einen Kommentar da.
Vor allen Dingen, wenn es euch nicht gefallen hat, schaut beim Steffen auf dem Kanal rein, auf Münsterland TV. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Jens und euer Steffen. Tschüss. Tschüss.